Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Attentat auf den Führer in München. Eine Bombe. Hallo! Wo will es Sie noch? Sie meinen, Sie haben Ihr Ziel erreicht? Der Führer lebt. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch ein Attentat dieser Größenordnung plant und durchführt. Hitler ist schlecht für Deutschland. Da kann man nichts machen. Ja, aber es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. Welcher Wahnsinnige steuert Sie, Vollidiot Sie? Es ist, wie ich sag. Du kannst nicht mehr aus dem Haus kriegen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest. Ich wollte durch meine Tat auch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab. Have you ever asked yourself what we are doing here? You're a business consultant. Our client should say, congratulations, guys. You found this secret weapon to fuck my motherfucking competitor. Thanks to you, I can crap him in the soup now. Ich bin Bianca Merz, Hellingers Nachfolgerin. Bianca? Kommt ihr aus der Zone? Ich glaube nicht. Woher willst du das wissen? Bist du Zonenexperte? Ich bin aus Erfurt. Ihr braucht doch überall ein Visum, oder? Die Krawatte zu gelb? Du bist der Schönste. Du bist der schönste Arbeitslose in ganz Nigeria. Ach, draußen ist Krieg. Vielleicht hat irgendein Kopftuchmädchen ihren Jungfrauentest nicht bestanden. Jetzt gab es eine Massenvergewaltigung oder eine Steinigung. Was ist doch hier so üblich, oder? Schau doch mal in deinen Reiseführer unter Jungfrauentest. Du sollst uns bewerten. Du wolltest mit ihr hinter meinem Rücken gemeinsame Sachen machen? Auf die Company. So, jemand erklärt den offiziellen Seife beendet. It's boogie time. Hey! Er kann nicht mit Kritik umgehen. Ist das witzig? Ich hab die so geleckt. Du hast sie geleckt? Willst du mir das jetzt als Entwicklungshilfe verkaufen? Wie geht es weiter? Da ist was grundlegend scheiße gelaufen. Löse raus hier. The machine guns, rat-tat-tat-tat-tat-tat. What is it? The people are crazy here. People are crazy here. Wenn es was Ernstes wäre, dann hätten sie uns längst rausgeholt. Die Deutsche Botschaft oder was? Nee, das Goethe-Institut, Bianca. Hoch oben in den Bergen ist die Welt friedlich und ruhig. Nun ja, meistens. Hi, ich heiße Heidi. Du nimmst das Mädchen heute mit auf die Alm. Denk dran, sie kennt die Berge nicht. Wie heißt du eigentlich? Peter. Zeigst du mir dann mal, wie man das macht? Schön. Ein kleines Mädchen. Guten Morgen, Geißen. Mit einem großen Herzen. Auf der Suche nach ihrem wahren Zuhause. Gute Nacht, Großvater. Na, Heidi. Heidi, wie würde es dir gefallen, in einem ganz schönen großen Haus zu wohnen? Ich bin Clara. Wo ist Heidi? Wir essen hier mit Besteck. Man hat uns eine komplett verwilderte und ungebildete Kreatur ins Haus gebracht. Ja, herzig.
Da, wo du herkommst, hm? Das ist sicher sehr anders. Großvater. Erlebe die einzigartige Geschichte. Clara ist so fröhlich wie noch nie. Wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Großvater! Heidi. Weihnachten im Kino. Kaffee zum Mitnehmen, bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Gut, dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 € bitte. 3,40 € für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Der Sache mit der Bank. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollat kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor 2 Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt wie? Idiotentest. Und wer, glauben Sie, ist damit gemeint? Hm, Idiot. Sie oder ich? Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen. Fleischbällchen. Die sind gut? Mhm. Stell dir einfach vor, wie du mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, haust du drauf. Hm? Ich gebe dir einen Tipp. Schneid dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen. Pegida oder was? Wie alt bist du? 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Bist ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Mhm. Wir haben so ein Tagesangebot. Da gibt's dann für 2 € extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Mhm. Na, mal Sojamilch. Bitte nicht. Ich bin stolz auf dich und ich denke die ganze Zeit an dich. Und du hast eine Familie und einen Papa, der immer für dich da ist. Ich kann jetzt nicht. Ja, ich melde mich später mit. Kriege ich hier eigentlich irgendwas nicht mit? Willst du sie eigentlich nicht irgendwann mal sagen? Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.